Mazars, ihr Sternenjäger, herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Origins. Ich bin hier gerade so ein bisschen rumgerannt und habe die Karte aufgedeckt und habe so ein paar Leute verhauen. Einfach ganz gemütlich und bin dann hier über diesen Steinkreis hier gestolpert. Und ich habe mich schon gewundert und gefragt, wann ich denn dazu komme. Das ist nämlich diese Quest, ihr habt es bestimmt schon mal gesehen in ein paar Assassin's Creed Videos. Das sind diese Sterne, die man ausrichten muss. Bayeks Versprechen heißt die Nebenquest. Und ich dachte mir, das mache ich jetzt mal nicht alleine, sondern das gucken wir uns einfach mal zusammen an. Genau das hier. Da ist irgendwie so ein Symbol auf dem Boden und man muss dementsprechend die Sterne ausrichten. Das ist so ein kleines Minigame. Ich hatte das schon ein paar Mal gesehen und habe mich gefragt, warum ich das noch nicht bislang entdeckt hatte. Und jetzt müssen wir irgendwie nämlich hier gucken. Papo, als du Mutter kennengelernt hast, woher wusstest du, dass sie dich mag? Mein Herz ist in Flammen aufgegangen. Sie hat gelächelt und mich ganz hilflos gemacht. Da ist es. War jetzt nicht so super aufregend, gebe ich zu, aber ich wollte das trotzdem euch einfach mal zeigen. Weil das wohl irgendwie auch einen großen Teil von Assassin's Creed ausmacht, diese komischen Sternbilder. Oder das heißt einen großen Teil, aber ich hatte mich halt gefragt, warum ich das bislang noch nicht gefunden hatte. Ich dachte, das gäbe es nur in der Wüste. Aber das befindet sich jetzt hier an dieser Stelle. In Nomos Gambit. Nee. Nomos Kemwer, wie auch immer. Hier halt. Nakemnome. Keine Ahnung, wie es heißt. Gut. Dann können wir jetzt zusammen gerade noch ein bisschen um die Häuser ziehen. Ich hatte mir da hinten so einen Marker gesetzt, weil das letzte Fragezeichen hier auf dieser Insel ist. Das wollte ich mir gerade noch angucken. Und das können wir jetzt auch gerade mal zusammen machen. Wow. Ha! Ansonsten habt ihr nicht so wahnsinnig viel verpasst. Ich habe ein Level noch gemacht, gerade zufällig. Ich bin jetzt Level 22, glaube ich. Aber sonst ist nicht so wirklich viel passiert. Ich habe noch eine Nebenquest fertig gemacht. Aber alles nichts Aufregendes. Oh. Ein Löwenbau. Hoppala. Ja, einen Löwen hatte ich auch noch entdeckt. Es gibt ja hier diese Fähigkeit, wie heißt sie, Tierdompteur. Es gibt nämlich eine Trophäe, wenn man einen Löwen quasi auf seine Seite zieht und ihn irgendwie zu einem anderen Tier bringt oder keine Ahnung was. Auf jeden Fall gibt es irgendwie Trophäen, die damit zusammenhängen. Aber man muss für diese Tierdompteur-Trophäe erst die, Fähigkeit, erst die Fähigkeit Schlafpfeile beherrschen. Deswegen habe ich mir die erstmal hier ausgesucht. Weiß aber jetzt auch noch nicht so genau, wie ich die einsetze, wenn ich ehrlich bin. Das ist eine gute Frage. Versetze Gegner geringerer Stufe oder Tiere in Schlaf, um dich an ihnen vorbeizuschleichen. Wenn sie ausgerüstet sind, kannst du sie mit links auswählen. Ja, hä? Oder habe ich einfach keine? Das hier sind doch diese Brandbomben. Oh, wie funktioniert das denn jetzt wieder hier? Ne, ich muss sie hier wahrscheinlich ausrüsten. Hilfsmittel, genau. Und da muss ich nämlich die Schlafpfeile wählen. Alles klar, okay. Okay, verstehe. Gut, alles klar. Dann würde ich sagen, wir gucken mal gerade hier uns diesen Löwenbau an. Muss mal gerade Senno rufen.
ist was. Okay. Gibt es hier jetzt ein ganz bestimmtes Tier, das ich töten muss? Oder wie sieht das aus? Ja gut, ich brauche sie jetzt eigentlich nicht betäuben, denn wie gesagt, ich habe diese Tierdompteur-Fähigkeit eh noch nicht. Also können wir im Prinzip auch die Brandbomben einsetzen. Dann gehen sie vielleicht ein bisschen schneller kaputt. Das hat's gebracht. Doubts. Oh. Na gut, ist jetzt nicht so aufregend. Okay, das der Löwenbau ist aber jetzt immer noch nicht abgeschlossen, ne? Das heißt, es muss hier tatsächlich irgendwie ein bestimmtes Tier geben, das ich töten muss. So ein Alpha-Tier wahrscheinlich. Oh, wo treibt sich der denn rum? Ah, da kommt er doch. Der ist irgendwie unten. Im Löwenbau wahrscheinlich. Oder waren das die Tiere? Kann auch sein. Tja. Weiches Leder sind diese Antilopen, glaube ich. Da ist was. Na, da war ich doch gerade. Oder sind die jetzt einfach nachgespawnt? Ich habe echt keinen Plan. Na, das ist doch aber auch wieder... Das ist doch auch nicht das besondere Tier. Wow. Da ist das besondere Tier. Na, sieht jetzt nicht so besonders aus. Bam,
da ist ein... Okay. Ja, gut, dann würde ich sagen, wir machen jetzt noch schnell irgendwie eine Quest zusammen, ne? Was haben wir denn da so? Den weiß ich nicht. Finde den Gelehrten Merkes. Das klingt recht simpel. Finde und rette die Schauspieler. Das klingt noch simpler. So, da müssen wir irgendwie mal schnell hinreisen. Oh, das ist eine geile... nee, das wird ein bisschen dauern. Das wird ein bisschen dauern. Das ist eine Garnison. Nee, das müssen wir in dem extra Teil machen. Das dauert zu lange. Erreiche den Strand. Das klingt simpel. Strand erreichen, Griechen. So, das hätten wir da. Da ist so ein Philakis-Typ. Irgendwohin eine Schnellreise. Noch nicht freigeschaltet, sauber. Dann reisen wir generell nach Alexandria. Da wollte ich mich sowieso noch so ein bisschen umgucken, weil ich die Stadt super schick fand. Aber irgendwie hat mich meine Reise da so ein bisschen von weggetrieben. Aber wir können uns in Alexandria gerne noch ein bisschen umsehen. Da habe ich hier noch jede Menge Quests offen, die ich noch annehmen muss. Ich habe, wie gesagt, so Schnellreisetürme noch, die ich freischalten muss. Also da bin ich noch lange nicht fertig. Nur, wie gesagt, die Hauptquest hat mich da halt irgendwann mal von weggetrieben. Und genau, so ein Philakis war da auch noch. Den können wir auch noch platt machen. So, jetzt wollen wir erstmal gucken, wie wir da am geschmeidigsten hinkommen. Erstmal erreichen wir jetzt den Strand. Das ist erstmal das Wichtigste. Morias Paraskevas. Oi, this maze on us a lax. See a lovely creog in neste. Morias Paraskevas. Weg da. Aus dem Weg! Gib den Weg! Bäm! Ah, wie rücksichtslos die Leute reiten, das finde ich so lustig. Vorhin auch, da bin ich mit Schnellreise irgendwo hingeritten. Geritten, war ich schon hingereist. Und direkt nachdem ich gespawnt bin, hat mich so ein Pferd umgeritten. Wow. Wow. Echt mal. Da ist doch bestimmt noch so ein... Hier ist die Stelle, an der Tifibi sein soll. Der Reiseturm. Untersuchungsgebiet. Na, super. Ich sehe überhaupt keine Hinweise hier. Da ist was. Zerrissene Kleidung. Seltsam. Das ist höchst merkwürdig. Eine Menge Blut hier im Wasser. Sein Blut ergoss sich ins Wasser. Er ist weggeschwommen. Gut, dass das Blut so lange gewartet hat, bis ich diese Quest weitermache. Ja. Er ist weggeschwommen. Wo könnte er hin sein? Ich hab keine Ahnung. Da ist was.
Wow. Na, die machen mich wieder fertig. Ja, die. Die Spur führt um den Leuchtturm. Ich frage mich. Was fragst du dich? Sprich es aus. Okay. Das war das Untersuchungsgebiet. Aber ich schon mal hier bin. Wow, hoppala. Kein Heuhaufen, das ist ja auch schäbig. Ja, da müssen wir mal gucken, wo das Ding ist. Da. Die Blutspur führt zu dieser Tür. Ich muss auf alles gefasst sein. Phoebe, deine Mutter wollte, dass ich dich finde. Tja, das ist gut. Ich hätte dich sonst doch verletzt. Mit meinen Gedanken. Wohl kaum, kleiner Mann. Na gut. Bitte hilf mir hoch. Oh, mir ist ein bisschen schwindelig. Ich glaube, ich habe viel Blut verloren. Ich bring dich schnell zurück zu deiner Mutter. Sie wird wütend sein. Aber gut, geh vor. Ich kann mich auf den Beinen halten. Mutter schickte einen Krieger zu meinem Schutz. Ein Philosoph braucht eine Wache. Hey, ich bin nicht deine Wache. Ich helfe deiner Mutter. Dein Abzeichen? Das Auge des Horus? Mein Magi-Abzeichen. Magi? Ah, altes Königreich. Wurden die nicht von den Ptolemäern getötet? Bis auf einen. Darf ich deine Geschichte aufschreiben? Der letzte Magi wäre eine fantastische Erzählung. Nun ja, was für eine Geschichte würdest du erzählen, Tifibi? Ich weiß, eine Fabel. Eine, die sogar Aesop in den Schatten schlägt. Da! Schnappt ihn! Er ist ein Dieb! Hast du sie bestohlen? Verteidige meine Freiheit, Krieger! Ich kümmere mich darum. Das war's! Stirb! Ja. Komm schon. Ich hab das Ziel in Sicht. Kein schwerer Schuss. So, wer noch? Da bist du ja. Gut. Das sollten alle gewesen sein. Mann. Du machst ja Sachen. Also, ich soll mit ihm reden. Ja. Tifibi, hast du mir etwas von deinem Abenteuer verschwiegen? Eine Kiste Drachmen vielleicht? Du kränkst mich, Magi. Ich bin auf der Suche nach Wissen. Ein paar Drachmen hier und da, aber nie gestohlen. Es scheint wohl niemand mehr zu kommen, Tifibi. Zurück zu deiner Mutter und deinen Studien. Besuche mich jederzeit in Alexandria, Magi. Ich werde ein großer Philosoph. Wart's nur ab. Ich freue mich darauf, Tifibi. So, Tifibi, zieh Leine, du Vogel.
Idiotie. So, okay, dann wollen wir uns hier mal gerade noch so ein bisschen umgucken. Was wir hier noch so Schönes haben. Hier ist noch ein Schatz. Ich würde sagen, den nehmen wir gerade noch mit. Na, wo ist er denn? Oh, ich denke, den finde ich schon. Dich schlitze ich auf! Da ist er. Okay. Na, kommst du ja nur. Halt! Bleib stehen! Selber stehen. Dauts. So, das ist aber. Was hat die jetzt hier für einen Stress? Banda dafta banuse frimona. Das war's. Stirb! Was habt ihr denn hier für Kummer? Meine Dinadon, die sind Benny, die, Ochi. Ich mach das mal gerade. Ist das nicht der Philosoph wieder hier? Oder hat er einfach nur das gleiche Charaktermodell? Oran bulimi di mechanesteni na exelektis. Okay, da hinten ist noch jede Menge. Na, komm schon. Gut, okay, dann will ich es auch erstmal dabei belassen. Ich werde mich jetzt in Alexandria noch so ein bisschen umsehen, sollte ich irgendwas Spannendes finden. Dann schmeiße ich die Aufnahme auf jeden Fall sofort wieder an. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und tschüss.